Straße geht. Heute ist Abstand tabu. Wir stehen zusammen für die Freiheit, denn nur so hat man uns hoch. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Veranstaltung, wir haben vom Gesetz aus leider eine FFP2-Maskenpflicht, aber ihr seid alle mündig genug, jetzt selber entscheiden, ob ihr euch eine AG oder nicht. Wir sagen euch nur, was die Gesetzeslage ist. Ihr tun das, was ihr für richtig halten. Demonstration oder dem Zug, was noch stattfinden wird, es werden noch einige Leute zuschauen, auf dem Weg, friedlich, gewaltfrei, laut, bestimmt und stark zu marschieren. Männer kontrolliert werden, weisen euch aus, dann euch auf Chor, Gewalt oder Diskussionen, Ausweis, wenn ihr ansehen, beeinspruckt und fertig. Und ich muss noch dazu sagen, wir können das Ganze nur so groß machen, organisieren und so weiter, wenn wir auch Spender dazu haben. Wir haben freiwillige Spenderbehälter. Die schauen so aus, das sind graue, viereckige Behälter. Die sind für die Organisation. Die gehen rundum. Freiwillige Spender nehmen wir gerne an. Wir werden in nächster Zeit dann öfter zum Tour haben, wenn man nicht auf uns zugeht und nicht endlich mit uns den Dialog sucht. Und wir werden lösen, werden müssen und wir müssen es irgendwie finanzieren können. Also wenn ihr möchtet, bitte um freiwillige Spende. Da geht noch der Norbert und Steffi und du mit den Behälter. Dankeschön schon mal voraus. Denn das Ländle ist super. Bitte dann uns im Falle. Es gibt Müllkübel. Hauen den Müll nicht umeinander. Wir Organisatoren müssen am Schluss der Platz so wieder aufräumen, weil sonst müssen wir auch die Reinigung davon zahlen. Ihr schadet nicht der Stadt, ihr schadet uns und euch selber. Bitte Ländle sauber. Nur ein sauberes Ländle möchten wir auch leben. Gleich wie bei euch, da haben wir uns bitte auch da. Denn bitte keine Gebäude oder anderes Zeug beklettern. Wir wissen, wie es ist. Der Herr Wallner meint, man beklettert Landhaus oder Festspielhaus oder irgendwas. Das tun wir nicht. Wir sind kultivierte Menschen. Wir laufen unseren Protestmarsch. Wir zeigen unsere Stärke. Aber ohne Sachbeschädigung oder irgendwas, bitte.
Da läuft vor uns der große Protestmarsch, wird langsam gelaufen und wir machen zwischendrin immer wieder Stopps, dass der ganze Protestmarsch zusammenrutscht. Ich möchte nur darauf hinweisen, wegen der Fragebögen für Kindermaskenbefreiungen, dass das endlich mal fallender wird, die Fragebögen. Bitte die Sache unter der Renner und Schlammbachlinigen Boxer und auch zu unterschreiben, unterstützen das, dass unsere Kinder endlich einmal von der Maske befreit werden. Ich hoffe, wir werden das alle, dass das endlich ein Ende hat. Denn sind heute miteinander fröhlich, freundlich, vernetzen euch, sprechen miteinander. Wut und Zorn haben wir alle genug auf die Landes- und Bundesregierung. Wir sind ein friedliches Volk, wir sorgen ihnen nicht, dass uns das stört. Wir sind freundlich miteinander, sogar mal mit anderen. Und dann können sie uns ohne den Kopf werfen, wir seien rechtsradikal oder was auch immer. Vernetzen euch, schließen Freundschaften, sprechen miteinander, duschen euch aus. Für das stehen wir auf die Straße, für die Freiheit, gegen den Impfzwang, gegen die diktatorisch verordnete Corona-Maßnahme. Denn mal kurz als Info, die nächsten Demo-Termine, dass ihr das auch schon wissen. Also das Ganze werden wir heute auch nach dem Protestmarsch nochmal hören. Nehmen an der Montagsspaziergänge teil. Im ganzen Land. Das ist euer Grundrecht. Ihr dürft spazieren gehen. Wenn und wo ihr wollt, im öffentlichen Bereich. Und das kann man euch nicht verbieten. Am 12.2. werden wir den nächsten Mega-Demo machen. Das könnt ihr mal hübschen, das ist schon starten. Also das ist nicht für uns nicht die letzte Mega-Demo. Wenn sich wir Organisatoren am Planen, starten zwar durchschauen, das verbünden wir heute nicht. Nach dem 12.2. werden wir eine spezielle Kinder-Demo veranstalten. Speziell für Kinder. Alle mit der Kinder-Truppe. Wir machen Kinderprogramm. Die Kinder wollen aber eine Freiheit zeigen. Die Kinder wollen die Kinder, die Heizungsprogramm. Die Kinder sollen selber mal auf die Straße laufen. Am 29.01. wird der Erwin Rigo auch wieder eine Demo machen. Am 28.02. der Freitag für Freiheit von der Freien Bürgerpartei auch wieder mit Protestmarsch ins Landhaus blockieren. Generell finden da alle Informationen auf unseren Homepages. Das sind zwei. Das ist einmal corona-demo.at und einmal demo-voradelberg.at. Informieren euch auf deiner Homepages. Da sind immer alle Termine drauf. Nehmen zahlreich teil. Wir müssen jetzt dem Land einen Druck setzen. Und das Land muss sehen, dass der Druck so stark wird, dass sie nur mehr anders können. Danke auch an die vielen Geimpften, die mittlerweile mit uns auf die Straße stehen. Vielen Dank, einen fetten Applaus. Bravo. Dann sind da überall so QR-Codes aufgehängt. An der Boxer, am Stand, an der Goldsäule, da drinnen. Wenn ihr gerne QR-Codes kennen, könnt ihr euch mit Telegram auf unserem Infokanal vernetzen, wo immer alle Informationen rausgehen. Und der wird von uns Organisatoren verwaltet. Da werden wir keine falschen Informationen über Absagen oder so von den Demos kriegen. Wenn dort in der Stadt eine Demo ist, veranstaltet, dann wird sie gemacht. Und nur wenn dort in der Stadt sie ist abgesehen, ist sie abgesehen. Und sonst findet die Demo statt. Nach dem Protestmarsch werden wir euch heute mal eine Möglichkeit geben. Wir haben uns entschlossen, wir haben keine fixen Redner mehr gemacht, außer uns jetzt als Moderation. Wir geben euch die Möglichkeit, nach dem Protestmarsch, wer was zum Sagen hat, der kann zur Bühne kommen, kann zum Manuel gehen. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, da ist der Manuel.
Wir geben heute nach dem Protestmarsch der Publikumsteilnehmer die Möglichkeit, zum einmal was sagen, zum ihre Meinung kundzutun, zum das alles einmal sagen, wer was erlebt hat, wie er sich fühlt, Emotionen, alles Mögliche. Reden euch alles von der Seele. Kommt vorbei nach dem Protestmarsch und Manuel Melder, wenn wir, solange wir die Möglichkeit da haben, und wir haben heute bis ca. 20 Uhr angemeldet, kommt, reden in die Menge. Es setzt ein wichtiges Zeichen. Oh, dass man nach dem Protestmarsch wieder daherkommt, versammelt und die Menge sieht. Bitte kommt wieder her. Wir sind stark, wir sind gemeinsam. Ihr mögt. So, und jetzt möchte ich euch eine Sängerin vorstellen. Wo ist sie denn? Da, sie kommt. Ich darf euch jetzt vorstellen, die Heidi Maria Mikkelon. Ein Applaus bitte! Los zu, die Dame ist super. Sie trifft unsere Meinung aufs Wort. Machen mit. Sorgen wir Gemeinsamkeit, stammen wir auf gegen alles. Ich darf jetzt der Heidi über dir und zeig schon mal voraus. Vielen Dank, Heidi. Heidi, Heidi. Sing Twalala. So, bin ich ein bisschen nervös, was auf Lüft. One, two. Sorry. Grüß Gott in Vorarlberg. Hallo. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Heidi Mikkelon. Ich bin 1972 geboren in Dornbirn und ich bin Mama von zwei halbwüchsigen Kindern. Ich bin mit Leib und Seele Vorarlbergerin. Und warum ich heute hier stehe? Ich stehe hier für die Einheit der Menschen, für bedingungslose Selbst- und Nächstenliebe. Und ich richte mein Leben danach aus, kein Urteil zu haben, wenn es möglich ist. Und ich singe heute für alle Menschen. Für mich gibt es keine Seiten, das gab es auch nie. Und für mich gibt es nur eine Menschheit, die gemeinsam stark auftreten muss, wenn Gefahr droht. Ich hatte vor einiger Zeit eine Vision, dass, wenn das große Schreien vorbei ist, die Wut und der Zorn langsam verebbt, dass die Menschen wieder aufeinander zugehen werden und sich die Hände reichen werden. Und dann wird ganz viel Vergebung geschehen. Und die Menschen werden einsehen, wie wichtig Freiheit ist. Die Menschen werden einsehen, dass es nicht geht, dass man Menschen wegsperrt. Und die Menschen werden auch einsehen, dass es wichtig ist, dass man alle Meinungen hört. Hauptsache, man hält zusammen. Und die Vision war, dass wir dann wieder gemeinsam am Feuer sitzen, als Einheit. Und das singe ich euch jetzt. Bravo. Okay. Und ihr könnt ruhig so ein mit, so, klar, so oder so. Es tut mir leid, dass ich dich verurteilt habe. Es tut mir leid, dass ich alles dafür gab, dich
dich am Boden zu sehen und ungut zu sehen. Weil nach all dem, was du mir angetan hast, soll es dir nicht besser gehen. Es tut mir leid, dass ich schlecht gesprochen habe und hinter deinem Rücken keine Lanze gebrochen habe. Für dich, wo ich anfangs, ich liebe dich, sagte und genau dieser Satz jetzt für so lange an meiner Seele nagte. Es tut mir leid, dass ich es nicht besser wusste. Aber ich war zu sehr getriggert durch meine Angst und meine Verluste. Es tut mir leid, dass ich einfach vergessen habe, dass du auch selbst ein verletztes Kind in dir getragen hast. Und jetzt treffen wir uns wieder in der Einheit und singen meine Lieder. Und jetzt sitzen wir am Feuer gemeinsam und beginnen Liebe auszustreuen. Und dann treffen wir uns wieder in der Einheit und singen meine Lieder. Und ich schreibe sie für dich und für mich. Unter dem Mantel der Liebe gehen wir wahrhaft königlich. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe und für meine Zwecke zur Heilung benutzt habe, ohne dir davon zu berichten, was wirklich mit mir ist. Hab selbst nicht gewusst, hast mich nach all dem Drama gedisst. Es tut mir leid, dass ich dich benutzt habe und dir dadurch die Flügel, um in die Freiheit zu fliegen, gestutzt habe. Und aus mir wurde dadurch selbst ein Ikarus, verbrannte mir das Herz und auch das Hirn am Schluss. Und jetzt treffen wir uns wieder in der Einheit und singen meine Lieder. Und jetzt sitzen wir am Feuer gemeinsam und beginnen Liebe auszustreuen. Und jetzt treffen wir uns wieder in der Einheit und singen meine Lieder. Und ich singe sie für dich und für mich. Unter dem Mantel der Liebe gehen wir wahrhaft königlich. Und jetzt treffen wir uns wieder in der Einheit und singen meine Lieder. In der Einheit und singen meine Lieder. Ich stehe vor dir als benutztes Wesen oder als Wesen, das dir etwas nutzt. Mit meinem ganzen Unvollkommensein. Nun tritt mit allem, was du hast, in meine Seele ein. Und dann, Baby, geht die Sonne auf und ein dunkler Tunnel öffnet sich. Und gemeinsam treten wir hinaus von der Dunkelheit ins Licht. Und dann treffen wir uns wieder in der Einheit und singen meine Lieder. Und dann sitzen wir am Feuer gemeinsam und beginnen Liebe auszustreuen. Und dann treffen wir uns wieder in der Einheit und singen meine Lieder. Und ich schreibe sie für dich und für mich. Unter dem Mantel der Liebe gehen wir wahrhaft, wahrhaft. Und dann treffen wir uns wieder Einheit! Einheit! Ich poste jeden Tag seit 2 Jahren öffentlich auf Facebook. Mein Name ist Heidi Michelon. Wer das verfolgen möchte, kann das gerne machen. Ich nehme alle Freundschaftsanfragen an, weil ich an die Einheit der Menschen glaube. Viele Menschen treten an mich heran und erzählen mir ihre Geschichte. Und ich sage euch was, es sind in den letzten Monaten so viele traurige Geschichten gekommen von Menschen, die alleine zu Hause am Passwort, zu Hause fast alleine vereinsamen. Von Menschen wie ich, die heute hier stehen mit einem Skiazug, wo sie normalerweise gefischt werden. Menschen in Vorarlberg, die seit Jahrzehnten bei irgendwelchen Vereinen dabei sind. Vorarlberg ist ein Vereinsland, wo das alles nicht mehr geht. Vereine, in denen man sich wohlfühlt, wo man Freunde hat, wo man Einheit und Gemeinschaft empfinden kann. Das funktioniert alles nicht mehr. Das ist schrecklich. Menschen sterben alleine. So gehört das nicht. Nein. Und viele meiner Freunde, die leben ab jetzt täglich in Angst, weil sie... Achtung! Weil sie ständig das Gefühl haben, sie machen irgendetwas falsch.
Sie fühlen sich beobachtet. Sie haben immer das Gefühl, sie machen etwas Unrecht. Wollen wir, dass unsere Kinder in so einer Welt erwachsen werden? Ich will es nicht. Aus all diesen Geschichten entstand der Song Frei sein. Und dabei niemandem was zu. Ich möchte doch nur mit dir sein. Ich möchte nur dabei sein. Mein Haupt neben deines Legen und mit dir wachen, mit dir ruhen. Ich möchte doch nur frei sein. Ich bin in Watzeneck aufgewachsen, das ist eine kleine Bergparzelle über Dornbirn. Und als Kind wusste ich schon, mit 8 Jahren, dass es etwas gibt, was mich leitet und was mich beschützt. Und irgendwie habe ich in der letzten Zeit manchmal gedacht,
Ich glaube, das Ganze, was hier stattfindet, ist ein Glaubenskrieg. Weil einfach viele Menschen in die Medizin vertrauen und an sie glauben, und das ist auch gut so. Aber dann gibt es halt noch Menschen, die an ihre eigene Gesundheit glauben und an ihre Selbstheilungskräfte und auch noch, sie glauben an ihre eigene Meinung. Und ich finde es total wichtig, dass das erlaubt ist. Ich persönlich glaube, dass die Schöpfung mich leitet. Und wenn ich an die Liebe glaube, dann ist niemand, niemand da draußen allein. Und wir werden jetzt gemeinsam Ich bin da singen. Ich bin da bedeutet, dass etwas da ist. Jeden Tag für uns. Und wir können uns jeden Tag entscheiden. Gehen wir mit der Liebe oder gehen wir mit Wut und Hass? Ich entscheide mich für die Liebe. Jeden Tag. Wir singen gemeinsam Ich bin da. Ja, für euch. Von meinem Dach trittst du heraus, du rennst und rennst, willst hoch hinaus, ich bin da. Ich lass dich nicht aus meinem Blick, nimmst dir deine Freiheit, Stück für Stück, ich bin da. Ich bin da, wenn dich die Dunkelheit umspült. Ich bin da, wenn das Orchester nicht mehr spielt.
Sekunde vielleicht, noch ein Marsch nochmal. So. Wer will